Hallo und willkommen zu Naschmeckt, eine neue Ausgabe. Heute wieder eine einfach gehalten, sprich kein Intro, kein Outro, keine Hintergrundmusik, kein gar nichts. Wir halten das total simpel, damit auch was kommt. Ich habe hier am Start die Ecken des Monats von Müller. Jetzt weiß ich gar nicht, ob das von diesem Monat ist. Ihr wisst ja, aber auf dem Monat könnt ihr eh nichts geben, weil die machen das, wie sie wollen. Wenn mal 2 Monate rum sind, da wird mal gewechselt, manchmal nach 3 Monaten, manchmal wird schon nach 3 Wochen gewechselt. Ecke des Monats hat genau nichts zu sagen. Und das war lustig, deswegen dachte ich auch, nehme ich mit. Das ist mit Ahoi Brause. Und zwar einmal Waldmeister und einmal Himbeerjoghurt. Also hier ist Typ Waldmeister und hier ist Himbeerjoghurt. Warum das nicht Typ Himbeer heißt? Keine Ahnung. Lasst uns mal mit dem Waldmeister anfangen. Hier steht, Joghurt mit Waldmeister-Geschmack mit 12,1% Brausebonbons mit Überzugsmasse, Zitronen, Orangen, Himbeer und Waldmeister-Geschmack. 3,8% Fett im Milchanteil. Zutaten, Joghurt, Brausebonbons mit Überzugsmasse, Brausekomprimate, in Klammern, Zucker, Dextrose, Maltodextrin, Säurungsmittel, Weinsäure, L+, Zitronensäure, Natriumcarbonate, Rapsöl, ganz gehärtet, Trennmittel, Mono- und Glyceride von Speisefettsäuren, Aroma, Glukosesirup, färbende Pflanzenkonzentrate, rote Beete, Spirulina, Safflor, Farbstoff und Carotin. Das allein ist in diesem Pärchen da drin. Zucker, Kakaopuder, Vollmilchpulver, Emulgator, Soja, Lecithin, Aroma, Überzugsmittel, Gummi, Arabicum, Zucker, Wasser, Farbstoff E141, Aroma kann Spuren von Gluten, Erdnüssen, Ei und Nüssen, Schalenfrüchten enthalten. Also so ziemlich einiges. Pro 100 Gramm 137 Kalorien, 4,3% Fett und 19 Gramm Zucker. So sieht das aus bei Waldmeister. Wir machen den Waldmeister einfach jetzt mal auf. Ihr seht schon hier eine gewisse grüne Farbe. Gut, da seht ihr sie nicht mehr, aber hier seht ihr sie ganz gut. Beziehungsweise so. Ne? Grün. Bunte Bärchen. Und nicht ganz so bunte Bonbons. Ja, so. Ne? Ich mische mal den Joghurt erstmal so. Wenn ihr euch wundert, warum das hier so aussieht, das ist, weil der gestern runtergefallen ist und schon aufgegangen ist. Deswegen musste ich das auch jetzt aufnehmen, bevor er irgendwie schlecht wird. Ich probiere erstmal den Joghurt. Schmeckt gut, nicht zu sauer. Mit einer leichten Waldmeisternote, die so ein bisschen ins Minzige geht. Ja, so ein bisschen minzig. Ist natürlich keine Minze drin, aber schmeckt ein bisschen minzig. Ich nehme mal so ein Kügelchen hier. Oh ja. Also erst so diese Überzugsmasse. Und innen drin original ein Pilferchen. Nehmen wir mal so ein grünes. Gucken, ob die unterschiedlich schmecken. Ja, weiß ich nicht genau. Kann ich so nicht sagen. Schmeckt aber ganz witzig. Ist ganz lustig. Hauen wir die Dinger doch mal da rein. Rühren gut um. Sieht man jetzt natürlich nicht mehr viel von diesen. Gut untergerührt. Und da probieren wir jetzt einfach mal so, wie das vom guten Herrn Müller vorgesehen ist. Also, wow. Wenn das da drin ist, kommt das viel brausiger rüber. Das war lustig.
Sag euch, das macht Spaß. Toll für Kinder. Natürlich jetzt nicht so gesund. Ne? Also Joghurt normalerweise, oh ja, ein Joghurt. Kannst nichts falsch machen, Joghurt ist gesund. Ja, bedingt. Ne? Aber Waldmeister ist schon mal lustig. Macht Spaß. So, lecker. Jetzt gucken wir mal, was in dem Himbeer drin steht. Himbeerjoghurt mit 12,1% Brausebonbons mit Überzugsmasse. Sind genau die gleichen von den Bezeichnungen her. Merkt euch das, also was ich hier vorgelesen habe, gilt auch hier. Ich springe mal dahin, wo es unterschiedlich wird. 5,6% Himbeersaft aus Himbeersaftkonzentrat, Färben des Pflanzenmittel Karotte, Aroma. Ansonsten sind die sich sehr ähnlich. Die Pärchen sind offensichtlich dieselben. Ja, schmeckt halt nach Himbeer. Und der hat 136 Kalorien zu, wie viel haben wir gesagt? 137. 4,3 Gramm Fett, 4,3 Gramm Fett. 18,7 Gramm Zucker, 19 Gramm, also, ne? Wisst ihr selbst, ist im Prinzip total Rille. Die sind mehr oder weniger gleich. Ja, hier eine eher Joghurt-übliche Färbung. Rosa hatten wir ja. Himbeerjoghurt, Erdbeerjoghurt, Kirschjoghurt, die sehen ja alle so ein bisschen rosa aus. Das ist nicht so ungewöhnlich. Die Pärchen sind tatsächlich die gleichen. Die sehen hier ein bisschen weniger aus, ne, wie da, oder? Müssen wir nochmal zurückspulen. Also irgendwie sehen die optisch, sehen die hier drin weniger aus. Kann ich mich aber auch täuschen, muss ich nochmal selbst gucken, wenn ich das Video hochlade gleich. Oder später, weil, ja, ich weiß noch nicht genau, was ich zuerst hochlade. Es kommen nämlich noch zwei Videos. Oder vielleicht ist es auch schon ein zweites Video und es gab schon eins. Ich kann euch verraten, ne? Ich spoilere jetzt einfach mal. Neben diesem hier gibt es ja noch ein Kinder Bueno White und ein Duplo Typ Spekulatius. Ne? Hm? Ja, Himbeerjoghurt. Recht einfach gestrickt im Geschmack. Ist jetzt weder sauer noch süß richtig. Himbeer kommt auch nur so leichte Note. Die Pärchen, wie gesagt, das werden dieselben sein. Ich probiere nochmal eins. Ja, klar. Pärchen sind genau die gleichen. Ich nehme mal das eine hier, weil das sieht ein bisschen anders aus. Ja, ist genau so. Rein damit. Eigentlich bin ich ja ein großer Himbeerfreund. Aber ich glaube, ich finde den Waldmeister jetzt schon lustiger. Aber lass uns das nochmal in Kombination probieren. Hm. Hm. Auch hier. Diese säuerliche von der Ahoi Brause. Kommt hier deutlich mehr durch im Joghurt, als wenn man die so einsetzt. Keine Ahnung, woran das liegt. Hm? Ist gut. Ist nicht ganz so witzig wie das hier. Liegt wahrscheinlich daran, dass Waldmeister der etwas ausgefallenere Joghurtgeschmack ist. Hm. Als Himbeer. Himbeer kennt man als Joghurt. Ist jetzt nicht so überraschend. Aber hier Waldmeister und die Kügelchen, die Brausepulverkügelchen, das ist besser. Wie gesagt, für Kinder ein Riesenspaß. Ne? Bewertungen würde ich hier sagen, durchaus 8 von 10 Punkten, weil das echt lustig ist. Hier 7 von 10. Ein bisschen gewöhnlicher durch den Himbeerjoghurt. Aber lustig. Beides, ja, genau. Also, mir schmecken die auch so. Ich würde die jetzt auch so essen, auch ohne Kind zu sein. Aber für Kinder, wer Kinder hat, großer Spaß. Ups, kauft denen das mal. So kriegt ihr die, glaube ich, ganz gut an Joghurt ran. Auch wenn natürlich nicht jeder Joghurt so lustig ist wie der hier. So, das war's von mir. Die 10 Minuten haben wir gleich geknackt.
Aber es macht nichts, weil ich kann ja sowieso keine Werbung mehr schalten. Zu wenig Abonnenten. Zu wenig Abonnenten ist das Stichwort, wer mich noch nicht abonniert hat. Abonniert mich. Ja, mal gucken, ob wir die 1000 noch knacken. Irgendwann über 600 sind wir schon. Danke dafür. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Tschüssi.